Wow! Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV? Best Sender in the World. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben wieder den Mini-Kicker aufgestellt. Der steht da und 4 Meter weiter liegt das Brett des Todes. Das Schraubenbrett, das Nagelbrett liegt bereit. Und Max und ich spielen heute wieder die Flat Tire Long Jump Challenge bzw. die MTB Nagelbrett Challenge. Max hat die letzte Episode gewonnen gegen Christoph und mich und will heute, zu Recht, ja, und will heute seinen Titel verteidigen. Er hat damals gesagt, er will auf jeden Fall ein Rematch gegen mich, denn ich bin damals auf meinem Enduro-Bike gefahren. Und die Federung hat schon einiges an Weite und auch Höhe rausgenommen. Heute sind wir alle beide auf unseren Hardtails. Niemand hat irgendwie einen Vorteil oder einen Nachteil. Und wir gucken, ob wir die 6,76 Meter von vor 2 oder 3 Wochen knacken können. Wir beginnen mit 4 Meter. Und wer macht den ersten Schnick, Schnack, Schnuck? Maybe? Okay. Wer sich einen Hinterreifen zerballert, kriegt einen Vorderreifen. Genau so. Nee, ich habe ja das Glück, von Continental gesponsert zu sein und ich setze Reifen. Also wer hier seinen Reifen oder seinen Schlauch lässt, der bekommt auf jeden Fall Ersatz von mir. Wäre vielleicht besser, wenn du deinen Vorderreifen kaputt. Und Lukas ist der Erste, der über die Rampe schießen darf. Das war hier, hier. Ey, man merkt jetzt schon sofort den Unterschied. Ich habe damals immer echt guten Schlag auf den Dämpfer hinten bekommen und jetzt, ja, irgendwo hier, ne? Jetzt bekommst du später beim Landen erst den Schlag. Okay, Max ist an der Reihe. Oh, safe. Christoph, ready to stand. Der Sprung des Todes hier. Ich habe Angst. Einfach Kette gerissen und er klappt voll da drauf. Runde 1 und es wird schon gefährlich. Ja. Easy peasy. Wie weit gehen wir hinter? Halben Meter? Oder gleich einen Meter? Christoph, was sagst du? Gleich einen Meter gehen oder einen halben? 0,75. Ja, 75 cm, das ist doch eine Ansage. Wir gehen auf 4,75 Meter. 75, zack. Yeah. Ja, jetzt haben wir aber 2 cm zu viel. Oh, oh, oh. Ey, ich glaube, ich mache einen Barspin. Schon weit. Crazy. Wow. Bombe. Der Lukas ist ein Angeber. Seh. Kommt immer mal eine ordentliche Böe. Aber noch geht's. Hallo der Herr, was kann ich für Sie tun? Kann man Ihnen noch ein Kaltgetränk bringen? Bitte, ein okay. Schönes kaltes Bier. Nimm. Boah. Christoph im Sprint, 4,75 Meter. Ah, safe. Genießer. Du bist dran. 50 cm. Diesmal 50. Da kommt ihr an! Oh! Saustern! Saulecke! 5,25. Oh! War fast schon ein bisschen knapp, oder? 50! The sun is shining, the weather is sweet. Yo! Yeah! Wow!
knapp. Knapp. Sieh, was komisch bei dem Wind. Ja, der ist so on-off, ne? Es ist richtig tricky. Nicht gut in der Rasse die Fahne aus. Wo sind wir, Max? 6,25 Meter. Wow. Christoph ist gerade mal online gegangen und hat was rausgefunden. Wir sind eigentlich gar nicht so weit unter der Weltrangliste. Warte. 8,95 Weltrekord im Weitsprung. Such mal nach Weltrekord. Das ist komplett ganz toll. Oh! Ja, komm, wir machen. Wie viel hast du gemacht, Max? 50. 50, okay. Ja, dann machen wir noch einen mehr, dann sind wir genau bei. Genau. Schieb mal noch ein Stück, dann sind wir genau 6,76. So. Wir sind jetzt genau bei dem Maß, was wir beim letzten Mal geschafft bzw. nicht geschafft haben. Sauerstoff. Yo Leute, ich melde mich ganz kurz aus dem Schnitt zurück. Ihr habt es bestimmt jetzt schon gemerkt, aber mein Audioeingang von der Kamera hat nicht mehr funktioniert beim letzten Video. Es hat aber so Spaß gemacht, die Longjump Challenge zu filmen. Deswegen habe ich das Ganze einfach immer mit Musik überdeckt. Sorry für die schlechte Audioqualität in dem Video. Manchmal kommt es nur auf einer Seite von den Kopfhörern oder es pratzelt komplett. Ich habe das, was ging, drin gelassen, den Rest halt überspielt. Zurück zum Video. Also, das ist die Weide, wo Christoph und auch ich beim letzten Mal versagt haben. Wir sind auf dem Schraubenbrett gelandet. Jetzt habe ich es geschafft. Christoph ist noch dran. Mal gucken, ob er sich bessern kann zum letzten Mal. Er kommt. Kick down. Oh! Yes! Oh! Alte Weide geknackt. Ist heftig, ne? Ja, aber wir sind ja der Wettbeauftragte. Guck, du kriegst mehr Geld, mehr Münzen. Okay. Ich setz zwei. Auf wen denn? Dass ich gewinne. Okay. Du setzt zwei auf. Naja, dass ich gewinne. Ich setz zweimal. Ich setz zwei Münzen. Zwei Gold. Die sind mehr wert, weil das ist Gold, genau. Ich setz die darauf, dass. Ich erzähl's dir morgen. Ja! Das entspricht etwa zwei ausgewachsenen Tigern. Hellbasket. Babam! Wow. Ja, spring mal auf den Punkt drauf. Bam, 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 bam! Oh! Bring doch mal drauf jetzt! Alter! Yo. Christoph und Max haben sich dafür entschieden, Train zu fahren. Ja, safe. Nein! Der Windschatten hat nichts gebracht. Aber ist das wie beim letzten Mal? Hier zieht nichts, ne? Oder? Ich höre nichts. Sicher. Doch? Nee? Doch? Nee? Da ist er rein. Eine Schraube zumindest. Ja, der ist draufgesprungen und das Brett ist voll. Bam. Sicher, dass das noch richtig liegt hier? Nee, ja, das liegt richtig. Safe. Weil hier war die Kamera 25 weiter. Und dann sind wir bei 7,50 Meter. Max macht den ersten. Ja, jetzt kein Wind mehr, jetzt ist optimal. Max hat geschaut.
Safe. Weiter wieder. 7,75 Meter. Haben wir noch einen Handyfilm bitte? Ja. Meter. Hast du groß wie du? Hier. So, das hilft sein. Dir beim Weitspringen. Ja? Jungs. Das war knapp, oder? Das war aufgesetzt. Wie viel bist du, Lukas? 25? Der war gut. Wie im Wilden Westen mit den Staubwolken. Je länger man Anlauf holt, desto weiter kann man springen. Easy. Mein Trizeps ist gerade gerissen. Dein Trizeps ist gerissen. Wir gehen wieder auf 25 weiter auf 8,50 Meter. Ah, lass mal neu schnicken. Neu schnicken? Ja. Ihr könnt doch auch mal den kürzesten Stock ziehen. Max hat eh einen kürzeren gezogen. Wow. Oh. Ja! Nein! Es klang auf alle Fälle so, als ob du deinen Reifen berührt hättest. Ich hatte jetzt echt zwei, drei richtig gute, aber jetzt, wer weiß, was gerade los war. Ja, dafür kannst du 360 Table to Bar Split. Okay, Max hat safe gewonnen, aber ich will für mich einfach die 8,50 noch schaffen und ich mache mal noch einen weiteren Versuch. Jo! Hat er? Easy peasy. And the WWE Flat Tire Long Jump Champion of the World! Was ist denn? Alter, der spinnt sich sogar. Das ist ein Zeug. Baby. Warum verliere ich bei diesem Spiel immer? Also, das war's von der Challenge. Max hat mich mal wieder geschlagen bei der Flat Tire Long Jump Challenge und ich habe ihm den WWE Weitsprung Weltmeister Gürtel überreicht. Hat er sich verdient, mega gesendet, hat mega Bock gemacht. Christoph bekommt von mir einen neuen Conti-Reifen versprochen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Like da und wenn ihr neu zum Channel seid, abonniert den Channel, würde mich sehr freuen. Ich bestelle mir jetzt neues Audiokabel oder ein neues Verbindungsstück, wie auch immer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn der Ton nicht ganz optimal war. Hoffe, euch geht's gut. Haut rein, Leute. Peace.